Dieses Beispiel lautet: Tim bestellt drei gleiche Pizzen. Jede Pizza ist in acht gleich große Stücke aufgeteilt. Seine Eltern haben ihre Pizzen ganz aufgegessen. Tim hat nur fünf Stück von seiner Pizza gegessen. Wie viele Pizzastücke wurden insgesamt gegessen? Schreibe den Bruch auf zwei Arten auf. Falls ihr das Beispiel schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die Lösung. Also gefragt ist ja nach den Pizzastücken, die insgesamt gegessen wurden. In der Angabe steht: Tims Eltern haben ihre Pizzen ganz aufgegessen. Also sind das schon einmal zwei ganze Pizzen. Und Tim hat nur fünf Stück von seiner Pizza gegessen. Und laut der Angabe wissen wir ja, eine Pizza ist in acht gleich große Stücke aufgeteilt. Also hier insgesamt acht gleich große Stücke. Und Tim hat nur fünf davon gegessen. Und das sieht dann so aus. Schauen wir uns einmal die gemischte Zahl an. Dazu betrachten wir uns einmal, wie viele Ganze wir hier haben. Insgesamt sind es zwei ganze Pizzen. Und die Bruchzahl, die Tim noch gegessen hat, sind insgesamt 5/8. Also ist unsere gemischte Zahl 2 Ganze und 5/8. Um den unechten Bruch aufzuschreiben, müssen wir uns wieder überlegen, wie viel hier ein Ganzes ist. Ein Ganzes ist in dem Fall 8/8. Und wir haben hier 2 davon. Also können wir rechnen, 2 mal 8 ist 16. Das bedeutet, diese zwei ganzen Pizzen sind insgesamt 16/8. Und die 5/8 von Tim addieren wir noch dazu und haben dann insgesamt 21/8. Und das ist unser unechter Bruch.